Hallo Freunde, willkommen zurück hier im wunderschönen Spanien und heute mal ganz alleine, denn diese Woche ist das hier die einzige Folge, die es geben wird. Das liegt daran, dass mich Dinge am letzten Wochenende bzw. zum Zeitpunkt der eigentlich geplant war zum Aufnehmen, ich einfach schlecht weg flach gelegen habe und das Problem ist halt, dadurch gibt es dann halt quasi jetzt nur so eine schnelle Folge hier. Unterwegs, wie auch immer, keine Ahnung. Ich will hier nur kurz ein bisschen was erzählen. Wir haben ja hier in der letzten Folge, beziehungsweise der Sven hat ja hier in der letzten Folge fleißig gedroschen. Und vielen Dank auch nochmal dafür. Und was auch sehr schön war, hier mal einen anderen Kandidaten dabei zu haben. Das bringt mich wiederum dazu, wenn du, der sich jetzt hier gerade oder die sich jetzt gerade hier das Video anguckt, Lust hast dabei zu sein, dann schreib mir doch einfach hier bei YouTube eine PN, schreib mir einen Kommentar hier unter das Video oder schreib mich bei Facebook an und dann gucken wir mal, wie das denn die Planung zulässt, dass du dann dabei sein kannst. Also, ich sag auch ganz kurz dazu, wir nehmen eigentlich samstags immer auf. Wünschenswert wäre natürlich Headset und TeamSpeak 3 sollte Voraussetzung sein. Und natürlich nach Möglichkeit die Vollendung des 18. Lebensalters. Ja, ansonsten gucken wir mal, was hier alles noch so ansteht. Ich werde mal eben hier durchswitchen. Die ganzen Autos dreckig hier auf den Hof gestellt, ne? Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Und warum steht der Drescher dort? Da hat er gar nichts zu suchen. Was ist denn hier wieder in meiner Abwesenheit passiert? Alex, erkläre dich. Unfassbar. Dreckige Autos. Muss das sein? Ich denke nicht. Ne? Naja, Spaß beiseite. Wir wollen mal schauen, dass wir dann hier halt so ein paar Leute mal zusammenkriegen, die denn hier auch noch mitspielen wollen. Das dient auch dazu, den Bekanntenkreis, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen zu erweitern und vielleicht auch spätere Projekte, die hier auf diesem Server stattfinden können, sollen, wollen, wie auch immer. Dann halt mit mehreren Leuten, auf die man sich natürlich dann halt auch, das sage ich auch ganz klar dazu, verlassen kann. Das ist natürlich Voraussetzung. Ja, also wenn es heißt, wir nehmen auf und du meldest dich dazu und erklärst dich dazu bereit, dann heißt das natürlich auch, dass wir auf dich zählen und dann solltest du natürlich dann auch dabei sein und den Termin einhalten. So, wenn ich das hier sehe, die Spickel. Warum ist denn hier alles dreckig? Unglaublich. Ja, die Abstellmöglichkeiten sind sehr begrenzt, ne? Merke ich mal gerade so. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier hast du ein übermäßig großes Platzangebot. Naja, wollen wir halt mal hier ein bisschen die Gelegenheit nutzen, um die Fahrzeuge zu waschen, ein bisschen was zu erzählen. Ansonsten gibt es eigentlich nicht allzu viel Neues. Ich werde hergehen, also das ist halt auch noch was hier so ein bisschen zum Spoilern jetzt erstmal ist. Zum einen morgen der Alles ist möglich Donnerstag, die erste Folge. Mal was anderes hier auf dem Kanal. Oh, da kann man hier den anderen Rennen sauber machen. Das geht mir doch auf den Zeiger hier, mein Auto dreckig hinzustellen. Nein. Der Alles ist möglich Donnerstag, wie ich schon mal angedroht habe, soll es da um Spiele gehen, die, ja, jetzt, ich sag jetzt mal, nicht alltäglich sind, vielleicht auch nicht erwartet wurden, wie auch immer, sondern ist für mich einfach dann nochmal so ein bisschen Abwechslung hier. Wer es nicht mag, guckt halt weg und die, die es mögen, die dürfen halt ruhig zuschauen, das macht mir gar nichts. Da müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht dann das ein oder andere davon dann später mal hier auf dem Kanal zeigen werden. Ne? Ja, es ist halt nicht. Das ist halt erstmal so ein bisschen abklopfen und gucken, wie denn der Hase läuft und wie denn die Leute so drauf sind, drauf reagieren vor allem auch. Das ist halt auch immer so ein Ding. Man weiß es ja nicht. Viele sind ja wegen
dem Landwirtschaftssimulator hier. Und wenn ich dann auf einmal irgendwas anderes zeige, dann rasten die halt immer aus. Nee, wie kann der denn was anderes machen außer Cosplay und Landwirtschaftssimulator? Das ist ja Blasphemie bald, ne? Mach dir doch einen anderen Kanal dafür. Nein, ich möchte das gerne hier. Das soll hier ein Multigaming-Channel werden. So, jetzt ist es raus. Ganz einfach. Ich arbeite parallel an einer Möglichkeit, sage ich mal, die Community so ein bisschen mehr mit einzubinden. Ich bin gerade dabei und bastel mir so eine halbherzige Homepage zusammen, sage ich jetzt mal. Ich habe da nicht mehr so viel Ahnung von. Zeiten sind vorbei und da bin ich auch ein bisschen raus, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich sag mir jetzt mal so, mit WordPress oder so kriegt man halt vieles zurechtgeschustert. Also von daher, da mache ich mir jetzt die wenigsten Sorgen. Dass das nachher nicht irgendwie so ein bisschen ansehnlich ist auf jeden Fall. Ja, und da werden wir mal schauen, einen kleinen Forumsbereich oder so mit reinzubasteln. Und ja, ein bisschen mehr Interaktion mit den ganzen Leuten und so weiter. Da können dann halt auch ganz gezielt irgendwelche Sachen hinterfragt werden zu Cosplay, zu irgendwelchen Problemen, die ihr habt. Da könnt ihr dann Screenshots hochladen, ohne dass hier großartig irgendwie, Links ausgetauscht werden müssen oder was weiß ich, wie viel MB große E-Mails geschrieben werden müssen und was weiß ich nicht alles. Das da können dann natürlich dann auch die, die es vielleicht besser wissen als ich, auch solche Leute soll es ja geben, dann ihren Senf dann dazugeben und dann euch ebenfalls weiterhelfen. Ebenfalls geplant ist eine Neuauflage der Tutorials. Das manch eine ist halt schon ein bisschen älter und damit auch schon veraltet. Also ich sag speziell die Nummer 1 und 2 spreche ich da an. Da wird noch bei den Abladekursen mit Haltepunkte gearbeitet. Das brauchen wir nicht mehr. Die Zeiten sind halt vorbei und andersrum, so rum. Und ja, da müssen wir halt mal gucken, wird halt mal Zeit, das Ganze halt ein bisschen zu überarbeiten. Auch die ganzen vielen Kommentare und Fragen eurerseits, die halt dann unter den Tutorials entstanden sind, die werde ich halt mit einfließen lassen und dann einfach dann Modus für Modus nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich jetzt einfach mal, erklären. Und dann denke ich mal, wird daraus eine schöne Sache werden. Denn es ist einfach Zeit, das Ganze halt jetzt noch vor LS19 auf jeden Fall nochmal schön und ordentlich auf die Bühne zu stellen. Die alten Tutorials weiß ich noch nicht, werde ich vielleicht noch irgendwie auf dem Kanal lassen. Macht aber eigentlich keinen Sinn, denn es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die sich dann darauf verirren werden. Und deswegen werde ich die wahrscheinlich dann halt deaktivieren, löschen, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Solange natürlich halt die neuen Tutorials jetzt noch nicht stehen, werden die alten natürlich dann so lange auf dem Kanal bleiben, wie ich... Wo haben wir denn hier ein anderes Auto auf einmal? Alex, was hast du gemacht? Naja, auf jeden Fall... wird da auf jeden Fall, ja, sage ich jetzt mal nochmal, viel passieren, bevor LS19 dann da ist. Und wenn LS19 dann irgendwann am Ende des Jahres, dann gehe mal davon aus, dass es September, Oktober erscheinen wird. Das war bis jetzt immer so und ich denke mal, auch hier werden sie dann wieder gucken, dass sie die Deadline einhalten. Mehr werden wir wahrscheinlich wissen, wenn dann die Gamescom ist. Ja, und da muss man dann halt schauen, was dann halt hier so passiert. Ich hoffe auch natürlich, dass Cosplay dann in LS19 dann auch wieder dabei sein wird. Und dass ich dann Grund habe, wieder Videos zu machen. Ja, und das meiste wird ja dann halt ich auch in den ganzen Videos erklärt, die ich halt so nebenbei mache. Eine spezielle Fragestellung im Zuge der Neuauflage der Tutorials werde ich unter einer extra Rubrik öffentlich, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, ich werde diese User-Fragen, Experience hilft, Geschichte auch einstampfen. Da gibt es einen besseren oder bessere Titel, Rubriknamen, wie auch immer dann dafür.
die dann ja besser passen auf jeden Fall. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Was gibt's noch? Jetzt mal noch eben hier rüber. Ach ja, einen habe ich noch. Sekunde, bin gleich wieder da. Und Tanneberg geht weiter. Ja, oder wir, was heißt wir? Ich hab's endlich geschafft und hab den Winter hinter mir gelassen. Wir befinden uns hier im Frühling, der erste Frühlingstag. Und ich bin hier gerade dabei, kurz die Eier aufzusammeln. So, nach einem Jahr kann man das ja mal machen. So, gefühlt einem Jahr. Irgendwas vergessen. Da ist noch eins. Zack. So. Ja, Tanneberg geht weiter. Genau, richtig. Und ich habe auch hier schon die Fahrzeuge soweit aus dem Winterschlaf geholt. Hier ist alles raus. Alles schon mal wieder hier unter Dach. Oder ist unter das Dach gestellt, sage ich jetzt mal. Hier alles freigemacht. Und es kann auf jeden Fall weitergehen. Das ist das Schöne. Hier liegt noch ein bisschen Schnee vom letzten Jahr. Der taut aber so nach und nach weg. Wir haben jetzt gerade mal 1 Grad hohen Temperatur, das heißt, er ist nicht mehr gefroren. Und ich habe hier oben schon ein Gespann stehen zum Gärreste ausbringen. Hatte im letzten Jahr schon angefangen, man sieht es hier. Ganz so gut, aber man kann erkennen, dass es halt ein bisschen dunkler ist an der Stelle hier. Und habe versucht dann halt bei gefrorenem Boden dann halt Gülle auszubringen. Hat er nicht ganz so gemocht. Hat dann hier auf diesem Stückchen von hier bis hier dann ungefähr, ich glaube, 5000 Liter Wachs oder so ausgemacht. Das war mir dann ein bisschen zu ineffizient. Und da habe ich mir dann gedacht, so, nee, wartest du mal besser, bis hier der Frühling da ist und der Boden auftaucht. Ja, das heißt aber, der Kollege hier wird losfahren und Gärreste ausbringen und wird sich dann auch selbstständig füllen, so lange bis er dann fertig ist und die Wiese hier gedüngt hat. Ebenso haben wir ja, das müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwie hinjumpen kann, ansonsten fahre ich dahin, das nicht. Ah, hier. Hier waren auch die Holzhacker am Werk, hier standen dann so 3 Bäume im Weg, die habe ich mal entfernt und wir wollen in der ersten Folge dann hergehen und dieses gute Stück Fläche hier auch pflügen und ja, sage ich jetzt mal zur Wiese umfunktionieren. Also zu einer Wiese umfunktionieren, die gedüngt werden kann, die halt hier voll bewirtschaftet werden kann und dann haben wir nämlich hier auch richtig schön Grasfläche, die wir beackern können. Des Weiteren, was ist denn noch alles passiert? Da muss ich jetzt doch mal hier eben kurz in dieses Auto hüpfen. Und dann gucken wir uns dann mal 2 Dinge noch an. Zum einen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, muss man tatsächlich so sagen. Und bin hier unter die Schwerverdiener gegangen, als ich hier fleißig Hackschnitzel und das ist ein Kompost gemacht habe. Ich stelle ihn einfach mal kurz hier auf dem kleinen Grasstück ab, springe mal kurz hier hoch und habe mir hier ein wunderschönes Kompostlager hingesetzt mit 208.000 oder fast 210.000 Kompost. So, und wir gucken auch mal dann zum Komposter. Besuchen wir diesen mal. Hier ist der Palettenverkaufspunkt und hier ist der Kombimaster. Hier gibt es noch 19.700 Kompost. Hier sind noch 2.500 Liter Diesel drin. Und Hackschnitzel sind leer. Das heißt, wir müssten irgendwann hergehen und uns nochmal einfallen lassen, wo kriegen wir den Hackschnitzel her. Am Sägewerk, das habe ich auch beliefert. Da können wir auch nochmal schnell hin. Das ist soweit, da müssen wir hin. Da hinten hin. War ich gerade verwirrt, weil es hier nur einen Sprungpunkt gibt für Hackschnitzel und Co. Ja, Hackschnitzel. Den Haufen hätte ich gern.
Den hätte ich echt gern. Da lässt sich viel mit anfangen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Hier läuft's auf jeden Fall. Na, guck mal. Hier ist auf jeden Fall Objekt zu schwer. Ja, das ist natürlich doof. Hier müssen wir dann mal mit dem URL-Anhänger. Ich habe dann noch diesen kleinen URL-Anhänger aus dem Fliege-DPW-Pack mir gezogen und er ist schon klein, ne? Der ist schon wirklich richtig, richtig klein. Aber hier sind noch 30.000 Hackschnitzel drin. Das heißt, wir können dann hier das Förderband hinstellen und können nochmal zwei Fuhren mit unserem kleinen 15-Kubik-Anhänger da hinter dem Ladewagen steht es. Sammelwagen. Mein Gott, Sammelwagen, Ladewagen. Ich bin die immer durcheinander. Wird sich wahrscheinlich noch nie bessern. Naja, auf jeden Fall, Anneberg geht weiter. Und wie gesagt, neue Saison, neues Glück. Wir haben die Tiere, die versorgt werden wollen und müssen natürlich auch. Die neuen Schweine, die ich mal fälschlicherweise gekauft habe, die haben es auch schön durch den Winter geschafft. Und wir haben alle Hände voll zu tun, denn wir müssen ja auch noch Feld 15 beackern quasi. Und wir haben noch 145.000, wir haben keine Schulden mehr. Wir haben keine Schulden mehr. Alles zurückgezahlt. Also das war auch ein gutes Stück Arbeit, die Kohle loszuwerden, beziehungsweise ranzuschaffen erstmal. Das war ja viel, viel schlimmer. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison. Und bin guter Dinge, dass wir hier auf jeden Fall wieder jede Menge Spaß haben werden. Und dann gucken wir einfach mal, wo uns dann die Reise hier noch so hinführt. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall für oder bei euch wieder fürs Einschalten, Zuschalten, dabei sein, kommentieren, abonnieren, liken, wie auch immer, alles Mögliche. Hauptsache Interaktion, das ist immer ganz wichtig. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder bei Cantabria Infinita dabei seid. Sorry, dass es am Sonntag keine Folge geben wird. Ist eben so, kommt halt schon mal vor. Aber dafür heute wieder mit Fresse dabei. Okay, alles klar, das war's von meiner Seite aus. Macht es gut. Ciao, ciao.